So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal BePilot. Auf diesem Kanal geht es einmal ums Imkern und ums Ultraleichtfliegen. Heute geht es, wie es im Titel schon zu lesen ist, um die Honigernte und ums Honigschleudern. Das heißt, das Video wird dann daraus bestehen, dass wir uns anschauen, erstmal, ob der Honig jetzt reif ist. Und ob der Honig reif ist, prüfen wir mit einem Refraktometer. Das habe ich hier dabei, das machen wir heute. Und dann wird das Video aus mehreren Teilen bestehen. Also schauen wir an, ob der Honig reif ist. Dann schauen wir uns an, wenn wir eine Bienenflucht einlegen und dann quasi die Waben selber ernten. Und am Schluss schauen wir uns dann noch das eigentliche Schleudern an. Ich weiß jetzt nicht genau, wann dieses Video online kommt, aber wir haben heute den 23. Mai. Und letztes Jahr habe ich am 22. Mai bereits 60 Kilo Honig geerntet. Wir schauen jetzt gleich mal hier in dieses Volk rein, wie viel da drin ist. Aber ich gehe davon aus, dass wir diesmal vielleicht 10 Kilo haben. Dann schauen wir uns jetzt erstmal an, wie reif der Honig überhaupt ist. Auch für die Arbeiten habe ich natürlich ein bisschen Rauch dabei. Übertreibe mir jetzt im Honigraum nicht, aber es ist immer gut, sich dann auch bei den Bienen anzumelden. Hier sehen wir schon einige Bienen im Honigraum. Ich möchte jetzt hier die Randwaben anschauen, wie es dort aussieht mit dem Wassergehalt von dem Honig. Also im deutschen Honiggesetz heißt, dass der Wassergehalt unter 20% sein muss, beziehungsweise maximal 20%. Wenn man jetzt seinen Honig in einem deutschen Imkerbundglas verkaufen möchte, dann muss der Honig unter 18% sein. Und umso geringer der Wassergehalt, umso länger hält der Honig. Also ich habe es dann gern, wenn mein Honig auch unter 18% Wasser ist. So, die Randwabe nehmen wir mal raus. Ich denke, da ist noch gar nichts. Hier handelt es sich um die Randwabe. Wie man sieht, ist hier noch gar nichts drin, es glänzt nichts. Aber die Mittelwand wurde wenigstens schon ein bisschen ausgezogen. Ich stelle die jetzt mal an den Rand, dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Wabe Nummer 2. Hier im unteren Bereich ist schon etwas Honig. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Der wird aber sicher noch nicht reif sein, das wird frisch sein, deswegen schaue ich jetzt mal die dritte Wabe an. So, die Wabe ist schon etwas schwerer, da ist schon mehr drin. Hier kann man schön sehen, wie es glänzt, der Honig. Und da werde ich jetzt mal schauen, wie hier der Wassergehalt aussieht. Das heißt, ich stelle die Wabe hier ab. Ich nehme dann immer so einen kleinen Holzspieß. Gehe dann in die Wabe rein, noch eine zweite, aber dass ich ein bisschen Honig habe. Und das gebe ich dann aufs Refraktometer. Also wir haben hier jetzt einen Wassergehalt von 20% bei der dritten Wabe hier. Das ist also schon mal gar nicht schlecht. Jetzt schaue ich noch auf der anderen Seite die Randwabe an, also diese Randwabe schaue ich jetzt auch noch an. Hier ist der Honig bereits verdeckelt und hier glänzt auch sehr schön, also hier haben wir viel mehr Honig. Das Volk sitzt auch mehr in dem Bereich, deswegen wird dann hier zuerst der Honigraum gefüllt. Jetzt nehme ich hier wieder ein Holzstäbchen, gehe in die Waben. Und gebe es dann aufs Refraktometer. Das ist auch ausreichend, also man muss die Waben gar nicht zerstören. Jetzt stecken wir die auch gleich wieder rein. Also hier sind wir auch bei einem Wassergehalt von 20%. Das heißt, eigentlich so in 2 bis 3 Wochen können wir dann hier auch den Honig ernten. Und werde ich auch machen, weil die ganzen Kernfrüchte sind jetzt schon verblüht. Da kommt jetzt so gut wie kein Nektar mehr rein. Das Einlegen der Bienenflucht wird dann der nächste Arbeitsschritt sein und das wäre dann so 2 bis 3 Tage, bevor wir dann den Honig ernten und auch schleudern werden. Dann sehen wir uns dort wieder. Also jetzt ist der nächste Tag, jetzt sind wir hier, um die Bienenflucht einzulegen, weil in 2 Tagen werden wir dann den Honig ernten. Das heißt, ich nehme jetzt hier diese Bienenflucht, ich habe dafür die rautenförmige Bienenflucht, werde ich jetzt hier zwischen Absperrgitter und Honigraum einsetzen, sodass die Bienen jetzt 2 Tage Zeit haben, quasi aus dem Honigraum rauszulaufen. Und das werden sie auch machen, weil sie immer mal wieder zu der Königin runter wollen oder vielleicht auch mal raus müssen. Meistens reichen dann 2 Tage dafür aus. 1 Tag ist schon mal ein bisschen wenig.
Das werden wir dann in 2 Tagen sehen, wie viele Bienen dann noch hier im Honigraum sind. Das heißt, ich hebe jetzt den Honigraum ab. Dann schauen wir uns vielleicht noch 1, 2 Waben an, wie das da drin aussieht. Wichtig ist immer, dass man entweder den Deckel oder das Dach dann so hinlegt, dass man dort den Honigraum draufstellen kann. Weil wenn man den in die Wiese stellt, würde es die Waben nach oben drücken. Ich arbeite wie immer mit ein bisschen Rauch. Boah, schon ganz schön schwer. So, jetzt mache ich nichts weiteres, außer die Bienenflucht draufzulegen. Wichtig ist immer nur, dass das Loch oben ist. Weil hier finden dann die Bienen nicht mehr nach oben in den Honigraum, sondern nur nach unten. Und dann den Honigraum wieder drauf. Jetzt schauen wir uns noch 1 Honigwabe an. Den Wassergehalt, den habe ich vor 2 Tagen gemessen. Wir sind bei zwischen 17 und 19% Wasser. Und das ist ja dann sehr gut. Und der Großteil der Waben hat auch eher weniger Wassergehalt, deswegen so in Summe werden wir immer unter 18 sein. Das werden wir aber dann beim Schleudern selber natürlich nochmal messen. Hier sieht man eine sehr schöne Wabe, die ist halb verdeckelt. Verdeckelt heißt meistens, dass der Honig reif ist. Aber wenn es hier sieht man die andere Seite, die ist nicht verdeckelt. Das heißt jetzt auch nicht, dass der Honig nicht reif ist. Also da darf man sich nicht täuschen lassen. Das war's dann schon für heute. Dann werde ich in 2 Tagen wieder herkommen und dann den Honigraum ernten und den Honig schleudern. Wenn ich jetzt hier 2 Honigräume bereits drauf hätte, dann würde ich den zu erntenden Honigraum ganz oben hinstellen und dann zwischen dem 1. und 2. Honigraum diese Bienenflucht einlegen. Weil dann muss ich, wenn ich wiederkomme, nicht so viel abbauen. So kann ich einfach nur die Kiste runternehmen und kann wieder gehen. So, nun sind wieder 3 Tage vergangen, seitdem wir die Bienenflucht eingesetzt haben. Und jetzt sehen wir heute mal, warum wir die Bienenflucht benutzt haben, weil dann natürlich die ganzen Bienen aus dem Honigraum hier runter in die Bruträume gehen, wo sich die Königin befindet, so dass wir jetzt eigentlich und hoffentlich ganz wenig Bienen in dem Honigraum haben. Wir müssen dann jetzt nicht irgendwie mit einem Besen hier grob alles abkehren, nur ein paar Bienen, und deswegen benutzen wir eigentlich die Bienenflucht, also sollte ja jeder benutzen. So, dann schauen wir gleich mal hier rein. Also hier sehe ich 1 Biene. Dann sind wahrscheinlich noch 10 Stück oder so drin. Das Gute ist jetzt, ich brauche jetzt gar keinen Rauch, weil natürlich hier jetzt ganz wenig bis keine Bienen drin sind. Also wie man hier sehen kann, keine Bienen, also auch kein Rauch. Ich kann jetzt also direkt wieder den Deckel drauf machen. Und wir sind schon fertig mit Ernten. Was ich aber jetzt noch kurz gucken will, weil man könnte jetzt ja denken, ich habe denen den ganzen Futter geklaut, aber die haben jetzt noch genug Futter hier in den Räumen. Deswegen wiegt man jetzt mal, wie das Volk wiegt, zumindest auf einer Seite, weil da drüben haben wir ja das Flugbrett dran. Also wir haben hier 21 Kilo und sagen wir einfach wahrscheinlich mal 2, also 42 Kilo. Und diese Kisten plus Volk wiegt so 25 Kilo. Das heißt also, wir haben noch genug Futter da drin, dass sie sich jetzt hier eingelagert haben, weil sie einfach irgendwo auch das Zwischenlager, und das ist auch der Vorteil von 2 Bruträumen, weil die einfach auch Futter hier zwischenlagern. Und deswegen auch noch für den Zeitraum, wo wir jetzt den Honig ernten, haben die noch genug Futter, auch wenn jetzt gerade nicht so viel Tracht gibt. So, dann sind wir hier fertig, dann sehen wir uns wieder beim Honigschleudern. So, jetzt sind wir hier beim Honigschleudern. Jetzt schauen wir uns mal die 1. Wabe hier an. In der 1. Wabe haben wir noch nicht so viel drin, man kennt es kaum. Aber was man hier sehr schön zeigen kann, der Honig ist jetzt ja nicht verdeckelt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel keinen Refraktometer hat, dann kann man die sogenannte Spritzprobe machen. Das heißt, man nimmt dann quasi die ganze Wabe und schüttelt es einmal drauf. Wir haben jetzt hier gesehen, hier ist aus einer ist was rausgespritzt, sieht man ein bisschen. Hier auch. Aber in Summe ist dieser Honig reif, obwohl es sich hier ja um die Randwabe handelt. Das heißt, wenn die Randwabe schon so reif ist, dann ist das in der Mitte natürlich auch reif. Und ich habe ja einen Refraktometer. Ich habe mir das natürlich angeschaut. Und der Honig ist definitiv reif. Wir werden dann nachher, wenn es aus der Schleuder läuft, nochmal messen. Aber das sieht dann soweit ganz gut aus. Dann fangen wir jetzt mal an, die 1. Waben in die Schleuder zu tun und auch die 1. Waben, die dann hier kommen werden, zu entdeckeln.
So, ich entdecke hier mit so einer Entdeckelungsgabel. Das heißt, man fährt halt immer unter den Deckel von dem Wachs und löst es dann quasi so ab. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das mit einem Heißluftföhn zu machen. Und mit einem Heißluftföhn fährt man dann quasi hier relativ schnell über die verdeckelten Honigzellen und kann dann so durch diese heiße Luft, logischerweise wird dann das Wachs geschmolzen. Und was man dann auch nicht hat, wenn man das mit einem Heißluftföhn macht, man hat dann dieses Entdeckelungswachs hat man dann nicht. Also auch hier das ganze Wachs, was wir hier sehen, haben wir dann nicht, weil das Wachs dann natürlich direkt an den Zellen dran haften bleibt. Da sieht man dann halt auch mal, was für eine Arbeit es ist, so ein Glas Honig zu machen. Also einmal natürlich die Arbeit von den Bienen, die sie machen, und dann noch die Arbeit von uns Imker mit dem Entdeckeln, mit dem Schleudern, mit dem Abfüllen, mit dem Saubermachen vom ganzen Equipment und so weiter. So, jetzt sind wir fertig mit der Honigernte. Jetzt müssen wir nur noch zwei Sachen machen. Einmal die Schleuder sauber machen. Jetzt sind wir aber auch schon dabei. Jetzt haben wir gerade, nutzen wir mal das Wetter, weil es gerade nicht regnet, die leeren Honigräume wieder hier drauf zu stellen. Dazu nehme ich jetzt die Bienenflucht, die wir vorher nicht weggenommen haben, weg. Da werden jetzt einige Bienen unten dran hängen. Dann werde ich einfach den Honigraum, so wie er ist, wieder oben drauf stellen. Die Bienen werden dann diese Waben, die wir jetzt verletzt haben, durch das Entdeckeln wieder reparieren. Und dann, sobald es dann wieder Flugwetter für die Bienen ist und auch wieder jetzt wahrscheinlich die Sommertracht anfängt, es dann wieder befüllen. Wir haben jetzt aus den zwei Völkern, die hier am Standort stehen, haben wir jetzt so circa 25 Kilo Honig geerntet. Also war ein bisschen schlechter als letztes Jahr, aber trotzdem noch ganz okay, weil man hört ja, dass einige Standorte müssen die Imker sogar füttern. Ich habe jetzt den Raucher dabei, wegen den ganzen Bienen, die jetzt da sein werden. Dann hebt man die Bienenflucht an. Das ist das, was ich meinte. Hier sind einige Bienen. Hier hängen auch schon einige Bienen dran. Und wie man sieht, haben sie jetzt in den drei Tagen, wo die Bienenflucht dran ist, auch schon hier fleißig gebaut. Ich verscheuche gleich mal ein bisschen mit dem Raucher die Bienen, weil ich ja jetzt wieder direkt den Honigraum draufstellen will und eigentlich keine Bienen kaputt machen möchte. Dann nehmen wir den Honigraum. Der ist jetzt ja wieder schön leicht. So, Vorsicht, Bienchen. Den Deckel drauf. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Jetzt wisst ihr, was für eine Arbeit das Ganze ist, um ein bisschen Honig zu ernten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal sehr gerne und sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder beim Fliegen bin oder wieder hier beim Bienenstand oder vielleicht sogar beim Ableger. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.